Michael, wie geht's dir? Ich habe was wirklich Interessantes entdeckt. Der gesamte Immobilienmarkt ist auf faulen Krediten aufgebaut. Der kracht zusammen. Der Immobilienmarkt ist grundsolide. Das ist eine Zeitbombe. Mike Burry, der sich die Haare bei Supercuts schneiden lässt und keine Schuhe trägt, weiß mehr als Alan Greenspan. Dr. Mike Burry, und ja, tut er. Weißt du, ich bin stinksauer. Die Amerikaner werden von den Großbanken über den Tisch gezogen. Und ich werde wütender und wütender. Das ist unglaublich. Da kommt dieser Typ in mein Büro und sagt... Da laufen ein paar ganz schräge Dinge ab. Raining, während die Banken noch eine riesige Party feierten, sahen ein paar Außenseiter, was niemand sonst erkennen konnte. Die ganze Weltwirtschaft wird kollabieren. Ich bin sicher, die Banken der Welt werden nicht allein durch Gier angetrieben. Sie irren sich. Niemand achtet darauf. Die Banken sind gierig. Und wir können von ihrer Dummheit profitieren. Sie wollen gegen die Banken wetten? Die denken, wir sind high oder haben einen Schlaganfall. Irgendwie brillant. Betrug hat noch niemals funktioniert. Irgendwann läuft sowas immer aus dem Ruder. Wann haben wir das bloß vergessen? Wie konnten die Banken das zulassen? Angetrieben durch Dummheit. Aber das ist keine Dummheit, das ist Betrug. Sag mir den Unterschied zwischen dumm und illegal und ich lasse meinen Schwager verhaften. Habt ihr eine Vorstellung, was ihr gerade getan habt? Ihr habt gegen die amerikanische Wirtschaft gewettet. Wenn du dich irrst, verlierst du alles. Die Banken haben das amerikanische Volk hintergangen. Jetzt setzen wir zum K.O.-Schlag an. Okay, es geht los. Ihr dreht Stripperinnen faule Kredite an? Sie sind alle sehr liquide. Sie können das nicht refinanzieren. Und meine Hypotheken? Was meinen Sie mit und Ihre Hypotheken? Ich habe 5 Häuser. Und eine Eigentumswohnung. Mr. Dale, ich bedauere es wirklich sehr, aber dies sind ungewöhnliche Zeiten, wie Sie wohl viel besser wissen. Ich verstehe nicht ganz. Wir müssen nicht nur Sie in dieser Abteilung entlassen. Hey, tut mir echt leid. Ich habe da gerade an was gearbeitet und durfte es nicht beenden. Hier, sieh's dir mal an. Sei vorsichtig. Schnapp dir Will und komm schnell ins Büro. Warte, Sekunde, du willst das... Vertrau mir, kommt hierher sofort. Was ist los? Worum geht es? Um diese Zahl. Hier ist das. Und das wäre an einem besseren Tag. Ist dieser Wert korrekt? Ich weiß nicht, gut möglich. Aufgrund dieser Gleichung sind 8 Billionen Dollar Papiergeld im Umlauf. Wir haben uns geirrt. Nein, Sie meinen, Sie haben sich geirrt. Wenn die Assets im Wert fallen, sagen wir um 25%. Und auf den Büchern bleiben, wäre der Verlust größer als die Marktkapitalisierung unseres Unternehmens. Wie lange braucht man, um das aus den Büchern verschwinden zu lassen? Das, was Sie vorhaben, können Sie unmöglich tun. Alles verkaufen, heute noch. Sie verkaufen etwas, von dem Sie wissen, dass es keinen Wert hat. Wir tun das nur aus einem Grund, damit wir überleben. Es gibt 3 Wege, in diesem Geschäft Geld zu machen. Der erste zu sein, schlauer zu sein oder zu betrügen. Sieh dir diese Leute an. Sie laufen umher und haben keinen Schimmer, was bald passieren wird. Sie sind ein sehr wichtiges Teil in diesem Puzzle. Also, sind Sie dabei? Und ich garantiere Ihnen, man wird über das, was heute passieren wird, viel Hässliches sagen. Wenn das Schiff untergeht, dann gehen wir beide zusammen unter. Ich bin sicher, dazu wird es nicht kommen. Der Boden unter unseren Füßen bewegt sich nun mal. Vergessen Sie dieses Datum nicht. Das Datum von diesem Tag. Minuten, Mr. Gates. Hast du die Korrekturen für die Anmoderation bekommen? Ja, es gibt noch ein paar Änderungen. Und wann kriege ich die? Vor der Sendung oder danach? Du weißt doch, wie das geht. Du richtest einfach die Kamera auf mich und wir machen das dann zusammen. Das klingt immer so simpel und doch so bescheuert. Dann toi, toi, toi. Woo! Mein Name ist Lee Gates und die Show heißt Money Monster. Wer ist der Typ? Welcher Typ? Der auf der 2. Ohne Risiko, kein Gewinn. Die Lügen!
Wir unterbrechen. Halten Sie die Kameras wieder ein! Was denn jetzt? Schalte ein, Patty! Wir senden. Jeder, der noch raus kann. Verlässt sofort das Studio. Aufheben! Ansehen! Woher weiß ich, dass sie nicht explodiert? Weil ich den Auslöser habe. Wenn ich den Daumen vom Knopf nehme, fliegen wir alle in die Luft. Das gibt einen Feuerball von 30 Meter Durchmesser. Das ganze Gebäude evakuieren. Ich krieg keine Luft. Lee? Bleib ruhig, ich bin bei dir. Ich will, dass alle Leute das wissen. Ich bin vielleicht der Typ mit der Waffe. Aber ich bin nicht der wahre Kriminelle. Das sind Typen wie er hier. Diese Typen stehlen uns alles und kommen auch noch damit durch. Es hat alles manipuliert! Sie kontrollieren die Information. Mein ehrlicher Job bringt mir $14 die Stunde. Wie kann das fair sein? Wir brauchen Hilfe, und zwar sofort! Er soll ihn hinhalten. Denen gefällt das Ergebnis nicht. Also ändern Sie einfach die Gleichung. Red weiter mit ihm. Das machst du gut. Okay, verstehe. Sie haben etwas Geld verloren. Etwas Geld? Und eine Menge Geld. Sie haben seine Freundin gefunden. Das war alles, was wir hatten. Unser letztes Geld. Was tust du da? Ich bin nicht der einzige Aktionär, der gelinkt wurde. Sie sind der Einzige mit einer Waffe. Wenn wir wüssten, wie wir 800 Millionen verloren haben, hätten wir keine 800 Millionen verloren. Er will eine Erklärung, was genau da schiefgelaufen ist. Der Hochfrequenzhandel ist äußerst komplex. Sie sind hier, um Antworten zu bekommen. Und ich kann Ihnen Antworten besorgen. Sie müssen verstehen, was für eine heikle Situation das ist. Ich sitze hier 10 Meter neben einer Bombe. Erzählen Sie mir nichts von heiklen Situationen. Wir sitzen in einem Boot. Das ist kein Computerfehler. Hier hatten ganz klar Menschen ihre Finger im Spiel. Oh mein Gott. Los, Lee, raus da. Schnell! Sie versuchen, ihn zu erschießen. Ich versuche, ihn zu retten. Ich will eine Erklärung, Lee. Ich will, dass das, was passiert ist, Sinn macht. Tief durchatmen. Lee, hörst du mich? Lass nicht den Knopf los. Ich will nicht, dass sie sterben. Schießen Sie! Sie sind hergekommen, weil sie wollten, dass die Leute ihnen endlich zuhören. Jetzt hören sie hinzu. Jemand hat mich daran erinnert, dass ich mal gesagt habe, Gier ist gut. Das scheint jetzt legal zu sein. Weil alle demselben Ruf folgen. Man hielt mich für ziemlich clever. Und vielleicht war ich zu lange im Gefängnis. Eine Uhr und ein Mobiltelefon. Aber manchmal ist das der beste Ort, um bei Verstand zu bleiben. Durch die Gitterstäbe zu sehen und sich zu fragen, sind da draußen alle verrückt? Gordon Gekko war einer der größten Namen an der Wall Street, bevor er wegen Insiderhandels ins Gefängnis musste. Dieser Name bedeutet gar nichts mehr. Wo wären wir heute, wenn es niemanden gäbe, der Risiken eingeht? Ich stehe über den Mund, du sabberst ja schon. Mr. Gekko! Mr. Gekko! Mein Name ist Jacob Moore, ich werde Ihre Tochter heiraten. Meine Tochter hat seit Jahren nicht mit mir gesprochen, Sie wissen das. Ich wüsste nicht, dass mein Vater jemals nett war. Das hat mir immer Angst gemacht. Ich weiß, das klingt verrückt, aber Menschen ändern sich. Er ist nicht der, für den du ihn hältst, Jake. Er wird uns wehtun. Warum nennst du mich nicht einfach Gordon? Du willst ins Familienunternehmen einsteigen. Sie haben meine Aufmerksamkeit. Aber wenn Sie nicht wissen, was Sie tun... Ist das tödlich, Mr. Moore? Du weißt noch so wenig, Jacob. Die haben mir alles genommen. Und als ich rauskam, wer hatte auf mich gewartet? Niemand! Es geht hier nicht ums Geld. Es geht um uns. Es geht darum, das Richtige zu tun. Es geht um das Spiel. Ich hab's dir gesagt, Jake. Ich hab dich gewarnt. Einsteigen ist leicht. Aussteigen nicht. Ist das eine Drohung? Selbstverständlich. Wall Street. Geld schläft nicht. Demnächst im Kino. Mein Name ist Jordan Belfort. In dem Jahr, als ich 26 wurde, habe ich $49 Millionen verdient. Schöne Scheiße. 3 mehr und das wären 1 Million pro Woche gewesen. Inzwischen kennt man uns. Niemand kann vorhersagen, ob eine Aktie steigt oder fällt oder sich seitwärts entwickelt. Sie kennen doch Fugazi. Nein, Fugazi, das ist eine Fälschung. Fugazi, Fugazi, Wahnsinn, Schwachsinn, alles Feenstaub. War das alles legal? Natürlich nicht. Wir hatten so viel Kohle, dass wir nicht wussten, was wir damit machen sollten. Ich arbeite nicht für dich, Mann. Solange mein Geld an deinen Titten klebt, arbeitest du für mich. Was ist los, Daddy? Oh mein Gott.
FBI. Kann ich Ihnen vielleicht einen Drink anbieten? Nein, im Dienst dürfen wir nicht trinken. Logo. Wie genau funktioniert das? Auf der Scheibe also, ist ein Dollarzeichen. Und dann werden sie dagegen geworfen. Sie bleiben kleben. Das ist ihre Gabe, okay? Man kann sie werfen wie ein Pfeil. Eins, zwei, drei! Stopp. Ist okay. Das sicher? So Sicherheit geht vor, das muss klar sein. Ich will mir nicht den Ruf versauen. Kommen Sie. Was bringt euch dazu, jeden Morgen wieder frohen Mutes aufzustehen? Also für mich kann ich sagen, ist die einfachste Antwort, ich liebe Geld. Ich arbeite für die größte Investmentbank der Welt. Ich habe 9 Silicon Valley-Firmen an die Börse gebracht. Ich bin so froh, dass es endlich akzeptiert wird, dass wir Frauen offen über unsere Ambitionen reden können. Sperrst du immer nach Drogendealern? Aber genau genommen in deinem Bereich. Und, habt ihr auch eine Akte über uns? Wir haben von jedem eine Akte. Du hast das Gerücht schon gehört. Es wird ein neuer Global Head berufen. Man ist der Meinung, dass du ein paar Leute sehr verstimmt hast. Warum habe ich dich nicht geheiratet? Ja, Männer mögen Mädchen, die selbstständig sind. Sind Sie bereit, der Rockstar dieser Roadshow zu sein? Ja? Alle grinsen. Wir machen eine Menge Geld, Kinder. Gut gemacht. Zum Wohl. Die Sache wird langsam heiß. Sie sollten auf den Zug aufspringen. Wir haben gerade 250 Millionen Dollar kassiert. Wenn Ed dich anmacht, du musst es professionell tun. Und sehr vorsichtig. Ja. Ich weiß, wie die Sache läuft. Hat sie dir was über den Hedgefonds-Typen erzählt? Wir werden von ihr nichts erfahren. Aber jetzt tue nichts Überhastetes. Du bist nicht mehr bei der Drogenfahndung. Jemand streut Gerüchte über meinen Börsengang. Ich habe gar nichts getan. Hast du doch, weil du es gebraucht hast, richtig? Du hast keine Ahnung, was ich brauche. Sie haben nichts gegen mich in der Hand. Ist das eine Herausforderung? Überprüfst du ihn, Sam? Ich kann nicht darüber sprechen. Kam die Information von dir? Bist du etwa verkabelt? Es ist alles nur ein großes Spiel für dich, oder nicht? Was soll es sonst sein? Gibt's da ein Problem? Es sieht nicht nach deinem Jahr aus. Sicherheit, ja. Macht, absolut. Lassen Sie nicht zu, dass man das Wort Geld dreckig nennt. Kommst du helfen? Sie weisen dich einer anderen lokalen Niederlassung zu. Du weißt, dass ich daherkomme. Nimm eine Schaufel, Marty. Oder geh. Also ist es wahr. Sieh zu, dass du hier verschwindest. Du kommst hier nicht angetanzt. Es wird nichts passieren. Was ist los? Irgendwie denkt die Bank, dass ich in eine Hackersache verwickelt bin. Heilige Scheiße, sind das Bitcoins? Warum benimmst du dich wie ein verdammter Cowboy? Menschenhandel, Terrorismus. Ich bin mir sicher, dass die russische Mafia Geld über diese Omni-Niederlassung wäscht. Das klingt etwas Verschwörungstheorie bei dir durch. Fühlst du dich wie ein echter Mann, wenn du rumstolzierst wie ein Revolverheld und das Leben der Leute überprüfst? Was wissen sie über KKs? Hey Mann, verfolgst du mich etwa? Das ist keine Wirtschaftskriminalität mehr, verstehst du? Hier wird man lebendig gefressen und hinten wieder ausgeschissen. Jedes brennende Streichholz ist jetzt ein Waldbrand für ihn. Geh verdammt nochmal aus dem Weg! Ich leg dir, was ich gefunden habe und bin raus. Ein einfaches Leben ist jetzt bloß noch ein Mythos. Ist das eine Zunge? Wasser runter! Wasser runter! Gib es mir. Viva la Revolution. Ich wollte eigentlich nie wieder herkommen. Jeder hier ist so verdammt berechenbar. Aber voller Überraschungen. Ein engagierter Geschäftsmann, ein Familienmensch. Ich habe das große Glück, diesen Mann meinen Mentor und meinen Vater zu nennen. Alle Weltereignisse drehen sich um Folgendes. G-E-L-D. Warum unsere Firma verkaufen? Wir machen eine großartige Rendite. Wie viel Geld brauchen wir denn? Willst du der Reichste auf dem Friedhof sein? Ich will dich. Fahr mit mir weg. Da! Da! Ah!
Jimmy, ich bin's. Sagst du mir, worum es geht? Du fragst besser nicht. Der Wagen hat verschiedene Aufprallpunkte. Aber sie war hier und ihre Füße waren hier unten. Wer hat denn die Tür aufgetreten? Die Situation wäre eine fahrlässige Tötung. Was würdest du einer solchen Person raten, was sie tun soll? Es gibt etwa 50 Dinge, die diese Person nicht bedacht hätte. Fingerabdrücke, DNA, Handy-Verbindungsdaten. Wenn die Person eine Fusion mit einer Bank abschließt, kann eine Verhaftung die Transaktion verhindern. Die Hälfte der Vermögenswerte des Fonds fehlt. Da klafft ein 400-Millionen-Dollar-Loch. Das ist lächerlich. Dich erwarten 1000 Jahre Gefängnis. Was willst du von mir hören? Ja? Hier möchte ein Detective Breyer zu Ihnen. Wir haben den Fahrer noch nicht gefunden. Den Fahrer? Ja, es ist jemand anders gefahren. Was ist mit Ihrem Kopf geschehen? Ich habe ihn mir am Medizinschrank angehauen. Ich hasse es, wenn das passiert. Detective Breyer, es geht um Ihren Mann. Nein, machen Sie einen Termin aus. Sag mir, was vor sich geht. Er ist mein Dad. Ich muss ihm vertrauen. Es geht um Mord. Ich weiß, du hast ihn abgeholt. Und je mehr Zeit vergeht, desto mehr Lügen werden erzählt. Hätte ich etwa zulassen sollen, dass meine Investoren durch mich pleite du gehen? Hast gelogen. Wir waren dabei, bankrott zu gehen. Die Polizei will mit mir reden und ich werde nicht für dich lügen. Der Kerl darf nicht davonkommen, nur weil er bei CNBC auftritt. Ich bin deine Partnerin. Du bist nicht meine Partnerin, du arbeitest für mich. Jetzt bringst du das in unser Haus. Alles, was ich tue, tue ich für uns, ja. Für diese Familie. Und du sagst mir, wie ich meine Geschäfte führen hier soll? Hier geht's nicht um dein Geschäft, hier geht's um unser Leben.